Am frühen Morgen auf dem Dachboden der Lorenzkirche in Nürnberg. Diese 500 Jahre alte Winde wird heute eine Hauptrolle spielen, über den Dächern von Nürnberg. Denn sie gehört zum Engelsgruß von Veit Stoß, der heute herabgelassen wird. Ein besonderer Tag. Da stehen wir richtig früh auf und da sind wir sehr gespannt, ob alles gut klappt. Natürlich, der hat doch auch ein Gewicht und da müssen viele dran mitarbeiten. Pfarrer Tobias Fritsche zum Beispiel und Holzrestaurator Norbert Lenk, der die hölzerne Winde saniert hat. Also so wie ich das sehe, ist es extrem gut gesichert gebaut. Also mehrere Sicherungen sorgen dafür, dass selbst wenn Männer da einen Fehler machen beim Runterlassen, das Ding nochmal einhakt. Von daher bin ich eigentlich schon ganz guter Dinge. 1817 stürzte der Engelsgruß ab. Tausende Teile wurden wieder zusammengefügt. Mit Kontakt nach unten starten um Punkt 8 Uhr Architekten, Pfarrer, Restauratoren und Helfer vorsichtig das Herablassen. Nichts darf jetzt schiefgehen. Schönes Morgen-Workout, würde ich sagen. Das Stahlseil senkt sich Zentimeter für Zentimeter nach unten und mit ihm der rund eine Tonne schwere Engelsgruß. Nur alle 5 Jahre wird der Engelsgruß herabgelassen, um ihn aus nächster Nähe zu begutachten und zu reinigen. Restaurator Ingo Trüpper wird das übernehmen. Pfarrerin Bammessel ist ganz glücklich. Also sehr ruhig und sehr, was auch richtig schön war, dass die Glocke angefangen hat, um 8. Wir haben es eigentlich genau richtig gemacht, denke ich. Beim ersten Augenschein sind auch keine großen Schäden zu entdecken. Also wir werden das jetzt erst durchschauen und dann werden wir es mit einem feinen Pinsel abstauben. Wie daheim auch. Ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Auch Bernhard von Tucher auf Augenhöhe mit dem Engelsgruß. Seine Vorfahren hatten Künstler Veit Stoß vor 500 Jahren den Auftrag erteilt. Er hat 1,5 Jahre daran gearbeitet. Der Wert, also 550 Gulden, war mit Sicherheit der Wert eines kleinen Stadthauses. Er ist damit wieder in die Gesellschaft aufgenommen worden mit diesem Werk. Die Engel haben Veit Stoß rehabilitiert, der einen Schuldbrief gefälscht und seine Bürgerrechte verloren hatte. Seine Darstellung des Erzengels Gabriel, der Maria die Geburt Jesu verkündigt, gilt als herausragend. Also die Flügel sind unfassbar. Ein bisschen klein für den Mann, um ihn hochzuheben. Aber irgendwie hat es zu Maria geschafft. Geschnitzt aus einem Lindenbaum bringt der damals 70-jährige Veit Stoß Himmel und Erde im Engelsgruß zusammen. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Jetzt können die Besucher den Engeln wieder einmal ganz nahe kommen, bis diese Mitte Juli wieder in die Höhe schweben.